Ja, grüßt euch Leute, ein neues Review hier vom Bui heute. Und zwar habe ich von euch den Tobacco Takeaway. Und zwar handelt es sich hier um den Frozen Maracuja. Das Ganze gibt es in 50 Gramm. Ich habe das sind schon so quasi Zipper, ja, die man hier oben zuzippen kann. Das Ganze gibt es dann hier in 50 Gramm für 3 Euro. Jetzt muss ich selber gucken. 85. Was ich finde, für 50 Gramm sogar noch in Ordnung ist. Passt, ja. Kann man mal bezahlen. Ja, wie gesagt, das Ganze gibt es hier so ein Zipper. Und ja, den Tabak habe ich zur Verfügung gestellt bekommen von Marius von shishasky.de. Mal gucken, ob man hier noch die Reste... Hier sieht man noch Reste vom Tabak. Des Schnitts. Also es ist ein sehr feiner Schnitt. Und ja, wenn wir mal reinleuchten, auch eine sehr feuchte Masse, kann man das schon fast sagen. Wie ihr beim Kopfbau vielleicht nachher seht. Ja, kommen wir zum Geruch. Riecht auf jeden Fall schon mal sehr intensiv und hat so eine leichte, frische Note, was diese ganzen, diese Frozen Line ausmacht. Ja, es gibt ja mittlerweile sehr viele Sorten, die dieses Frozen haben, was dem ganzen Tabak so eine leichte Frische verleiten soll. Also wenn ich nicht wüsste, was das ist, würde ich kein Maracuja rausschmecken. Er riecht dennoch sehr fruchtig. Und ich hätte sogar gesagt, es hat so eine leicht unnatürliche Fruchtnote. Ja, das Setup seht ihr, aber es riecht dennoch sehr lecker, muss man sagen, ja. Also es riecht sehr lecker, muss ich. Also auch wenn es diese so eine leicht unnatürliche Fruchtnote hat, riecht es sehr lecker. Setup seht ihr wie immer eingeblendet. Ich rauche auf meiner Tengis Tower Bowl. Vielleicht seht ihr das am Anfang, dass ich aus einem anderen Kopf den Tabak raushole. Ich wollte erst in meinem Tengis Medium Funnel rauchen, aber dafür war es ein bisschen zu wenig Tabak. Zwei lang dickere Alufolie auf der NPS, drei Prickos und einem Agerhausschlauch. Tja, er raucht ziemlich gut. Hat man, glaube ich, gesehen, muss man nichts zu sagen. Zum Geschmack. Wie schon im Geruch kommt diese sehr frische Note mit bei raus. Er schmeckt auch sehr fruchtig. Allerdings hätte ich jetzt auch beim Geschmack nicht gesagt, dass es Maracuja ist. Auch beim Rauchen schmeckt das Ganze nicht so nach einer natürlichen Frucht, sondern irgendwas, ja, ich sag immer so frei erfundenes, aber es hat was einfach krasses, ja. Also wenn der Tabak jetzt heißen würde Summer Island oder sonst irgendwas, was nach Sommer klingt und Frucht klingt, würde der Tabak 10 Punkte von mir kriegen. Er schmeckt fruchtig, leicht süß, hat so eine Aromanote, die nicht recht natürlich ist. Und das Ganze hat was Erfrischendes dabei. Also mir schmeckt der Tabak absolut gut, ja. Ich kann ihm aber leider nur 7,5 oder 8 Punkte geben, weil es halt meiner Meinung nach nicht wirklich nach Maracuja schmeckt. Aber der Tabak an sich schmeckt mir persönlich sehr, sehr gut, ja. Und daher kriegt er dennoch so 8 Punkte von 10, ja. Weil er wirklich sehr, sehr lecker ist. Also wenn ihr was Fruchtiges wollt, mit einer frischen Note, gerade für den Sommer oder so, ist das perfekt, ja. Und ja, das war es dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal.